der Gamescom dieses Jahr konnte ich endlich Hand an das neue Tekken anlegen und ich werde meine Erfahrungen nur einem einzigen Wort zusammenfassen. Geil! Sieht aus wie Tekken, fühlt sich an wie Tekken und macht doch endlich wieder Spaß wie ein gutes altes Tekken. Nicht so wie die ein oder andere Entgleisung, die ebenfalls den Namen Tekken tragen durfte. Final Round. Fight. Max wins. Flawless victory. Dieses erfreuliche Erlebnis hat mich richtig hart wieder auf Tekken gehypt und lasst uns das feiern. Wir schauen heute gemeinsam in meinen Lieblingsteil der Franchise. Tekken 3. Bei der PlayStation geht mir ja immer schon alleine beim Sony-Intro voll einer ab. Und wenn dann auch noch das Spiel losgeht, ist total Feierabend. Ich meine, Alter, Tekken 3 hatte seinerzeit einfach alles. Geile Grafik, einen Wrestler in Leopardenmaske, der ein feuerspeiendes Monster mit einem Frankensteiner auf die Bretter schickt, einen coolen Soundtrack, einen vielseitigen Roster und vor allem einen fetten Haufen wirklich cooler Extras zum Freispielen. Für die jüngeren Zuschauer unter euch, Freispielen bedeutete damals, dass man für seine Erfolge im Spiel auch noch was bekommen hat. Mehr als nur irgendwelche Punkte, mit denen man nichts anfangen kann oder fancy Achievements. Nee, richtig echte neue Spielinhalte, ohne nochmal dafür zahlen zu müssen. Krass, oder? Das Spiel belohnt dich tatsächlich für fast alles, was du erreichst. Jedes Mal, wenn du mit einem anderen Kämpfer den Arcade-Modus durchspielst, bekommst du zum Beispiel eine coole Cutscene und einen neuen Kämpfer. Und das so lange, bis du den Roster fast verdoppelt hast. Besonders gerne kämpfe ich mit Mokujin, dem prügelnden Baum ohne Augen. Mit dem weiß man nie, was passiert, weil der gar kein eigenes Moveset hat, sondern sich jede Runde zufällig eins von einem anderen Kämpfer klaut. Soul Calibur hat später mit Charade so einen ähnlichen Charakter eingebaut. Und neben diesen ganzen neuen Kämpfern spielst du auch noch neue Kostüme und sogar ganz neue Modi frei. Zum Beispiel den Tekken Beach Mode. Ich verarsch euch nicht, den gibt's wirklich! Dahinter steckt auch genau das, was man erwartet. Zwei Weltklasse-Kampfsportler ballern sich am Strand einen Gummiball um die Ohren. Klingt doch super. Ganz ehrlich, warum denn auch nicht? Warum sollte sich ein kleines unschuldiges Schulmädchen denn nicht mit einem schwerstkriminellen Mörder am Strand treffen, um eine Runde Volleyball zu spielen? Ob das hier jetzt allerdings ein Elternteil der Dead or Alive Extreme-Reihe ist, kann ich euch nicht sagen. Für so viel Recherche bin ich dann doch zu faul. Wenn du das erste Mal den Ball-Mode spielst, schaltest du noch dazu den neuen Kämpfer Gon frei. Ein kleiner süßer Dino mit Boxhandschuhen mit einem Spezialmove, der eine schöne kleine Hommage an den Arcade-Klassiker Primal Rage ist. Wenn Beachvolleyball mit halbnackten Männern jetzt nicht unbedingt das ist, was du in einem Prügelspiel erwartest, dann guck dir doch mal den Gastauftritt vom klassischen Beat'em-up-Genre an, den Tekken Force Mode. Hier gehst du durch vier Stages aus stärker werdenden Gegnern mit jeweils einem Boss am Ende und wenn du das Ganze dreimal mit verschiedenen Kämpfern schaffst, bekommst du jedes Mal einen weiteren Schlüssel. Hast du alle drei Schlüssel ergattert, gelangst du beim vierten Durchlauf in die Final Stage Challenge. Die hat aber nichts mit dem Kanal hier zu tun. In der letzten Challenge musst du Dr. Boss Konowitsch seine Dritten ins Genick treten. Der ranzige Alte liegt aber die meiste Zeit auf dem Boden rum und ist kaum von Attacken zu treffen. Nehmt da am besten Law für den Kampf mit, der macht das ganz schnell mit seinem Leg Sweep. Das wirklich coolste an diesem Modus ist aber nicht der krückelige alte Opa am Ende, sondern das Item, das einem zwischendurch immer wieder Gesundheit zurückgibt. Chicken. Einmal noch bitte. Chicken. Was ich mich dabei immer frage ist, was denkt er sich denn dabei, wenn er da mitten auf der Straße irgend so ein durchgebratenes, riesiges Hühnchen futtert? Und vor allem, was für eine komische Situation das beim Aufnehmen der Sprache gewesen sein muss. You win. Okay, sehr gut. Weiter auf der nächsten Seite, bitte. Ist das hier so richtig? Warum? Gibt's hier ein Problem? Machen wir jetzt weiter, oder was? Nee, kein Problem. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich... Jetzt sag es einfach! Okay. Chicken! Was soll das denn? Willst du hier einfach was bestellen oder deinen Job machen? Nochmal! Chicken! Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein!
Ja, wahrscheinlich. So oder so ähnlich. Und weißt du was? Ich habe jetzt auch lange genug deine Zeit in Anspruch genommen. Das war unser Trip durch Tekken 3. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, wer dein liebster Kämpfer ist und welchen Tekken-Teil du am liebsten gespielt hast. Dann können wir ein bisschen diskutieren, uns etwas unterhalten. Das fände ich cool. Und ich habe dir um mich herum noch ein bisschen was verlinkt. Dann kannst du noch ein bisschen weiter auf diesem Kanal rumstöbern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wa? Mach's gut. Ich mach's besser. Ciao.